Hallo und herzlich willkommen zu Impossible Creatures. Ich zeige euch heute, wie ich die Experten-KI schlage, also die stärkste KI im Spiel, und welche Armee ich dafür genutzt habe. Wir starten gleich mit dem Gameplay und die Armee zeige ich euch am Ende des Videos. Und damit kommen wir zu den Einstellungen des Spiels. KI-Schwierigkeit natürlich auf Experte, die schwierigste. Maximale Einheitenstärke auf 75. Das bestimmt, wie viele Einheiten man bauen kann. Und Hallo? Sonst müssen wir nichts ändern. Du denkst, du kannst mein Labor vernichten, bevor ich deins vernichte? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wir fangen damit an, am Labor Was? Direkt einen Gehilfen herzustellen und mit den anderen Gehilfen, Gebäude die schon steht. da sind, einen Kumulator zu bauen oder wie diese Stromtürme heißen. Dann darauf achten, dass das Labor nicht untätig ist und immer schön Gehilfen produziert, die direkt zur Kohle gehen. Und die Gehilfen, die den Stromturm gebaut haben, die sollen direkt, wenn er fertig ist, zur Kohle, also mit Shift-Rechtsklick, schon mal vorausplanen, damit die nicht untätig rumstehen. Dann erstellen wir erstmal ein paar Gehilfen. Schicken die immer direkt zur Kohle. Man möchte in der Regel doppelt so viele Gehilfen haben, wie Kohle Hallo. Felder da sind. Also wir haben hier 5 Kohle Haufen und für jeden 2 Gehilfen. Das heißt, wir wollen hier Endlich, an diesem Boss. Kohlevorkommen 10 Gehilfen arbeiten haben. Sie sind der Boss. Mittlerweile haben wir so viel Kohle angespart, dass wir einen neuen Stromturm bauen können, Hallo? Okay. ohne Was? In Ordnung. Dass wir die Produktion an Gehilfen stoppen müssen. Fertig, Boss. Da empfehle okay. ich euch einfach, wenn ihr es schafft, das 2 Gebäude Gehilfen in Auftrag zu haben im Labor und dann kriegt ihr die 150 Kohle, dann schickt ihr einen, der gerade seine Eimer abgegeben hat, direkt zum Stromturm bauen. Und das zieht ihr dann so lange durch, bis ihr 300 Elektrizität habt. Hallo? Dann solltet ihr auch genug Kohle Fertig, haben, um Boss. Direkt Level 2 zu gehen. In Ordnung. Der Gegner ist jetzt schon Stufe 2, aber wir haben dann wahrscheinlich die stärkere Wirtschaft, Fertig, wenn wir Boss. Auf Stufe 2 kommen. Sie sind der Boss. Ihr seht jetzt schon, ich schicke ein paar Leute raus. 3 Fertig, Gehilfen Boss. Gehen etwas nach vorne. Das kommt halt drauf an, wie man spielen will. Man kann auch direkt okay. in der Basis den Terra-Tank bauen. Entwicklung das für ist Stufe das 2 ist Gebäude, wo wir unsere Kreaturen herstellen. Hallo. Ich hätte ihn jetzt vielleicht schon etwas früher bauen Sie können. Sind der Boss. Dann wäre er jetzt schon fertig, wenn ich den in der Basis gebaut hätte und wir könnten schon Kreaturen produzieren. Das neue jetzt Gebäude natürlich steht. Auch wieder weiter Gehilfen Fertig, produzieren Boss. Und ich schicke 3 weitere Gehilfen los. Die bauen hier einen Stützpunkt, okay. ein Lager. Da können die Kohle sammeln. Fertig, und Boss. Da schicken wir dann in auch Ordnung. Gleich die neu produzierten Gehilfen hin. Wir haben jetzt hier unser fertig Kreaturengebäude fertig. Unseren Terra-Tank. Jetzt können wir auch Kreaturen bauen. Und ich starte mit der Nahkampfeinheit auf Stufe 2. Bergmeer. Mischung aus Hummer und Berglöwe. Fertig, Boss. Und Sie nach und nach Boss. Kann man jetzt auch weitere Stromtürme bauen. Um dann auch auf Level 3 hinzuarbeiten. Ihr seht schon, die Gehilfen, die stehen jetzt da links untätig rum. Das ist natürlich schlecht. Die sollen auch noch ein weiteres Lager bauen, aber ich habe gar nicht die Kohle dafür. Das war suboptimal. Wie ihr seht, immer noch nicht die Kohle dafür. Jetzt ist auch der okay. Gegner Stufe 3. Was natürlich suboptimal ist. Die beiden benutze ich jetzt gerade so ein bisschen zum Scouten. Die sollen mir einfach zeigen, was hier abgeht, ob hier schon Gegner kommen, was für Kreaturen die nutzen. Je nachdem passt man dann auch die eigene Strategie an. Wir brauchen 650 Elektrizität, um Stufe 3 zu gehen und 300 Kohle. Das heißt, wir bauen jetzt den nächsten Elektrizitätsturm. Hätte man schon früher machen können. Man hätte auch schon links den Geysir mit einem Generator belegen können. Meine Scouts waren auch immer wieder länger untätig.
Theoretisch hätte ich mit denen vielleicht sogar schon, ich weiß nicht, bei gegnerischen Außenposten angreifen können oder was auch immer. Hätte ich mal mehr gescoutet. Hier sehe ich jetzt die erste gegnerische Kreatur. Panther-Varan, okay, Regeneration, Sprungangriff. Ganz gute Werte für einen Stufe 2er. Also nicht zu vernachlässigen. Oh, und er hat Stufe 3er Fliegeeinheiten. Mit dem Zitteraal als Kopf. Der macht einen sehr starken Reichweitenangriff. Ihr seht auch, ich habe einen Haufen Kohle, die völlig ungenutzt bei mir in der Bank rumgammelt. Aber nicht genug Elektrizität. Da schadet es mir wirklich, dass ich nicht den Generator auf den Geysir gesetzt habe. Fertig, Boss. Das war auch sehr suboptimal, kann man verbessern. Ich weiß nicht, was da bei mir abging. Ich habe das völlig vergessen anscheinend. Sie sind der Boss. Das ist eigentlich mit auch eine der wichtigsten Stromquellen, dass man diese Generatoren besiegelt. Fertig, Boss. Okay. Und jetzt habe ich meine Gehilfen am Geysir ganz weit weg, statt bei mir an der Basis direkt. Das neue Gebäude steht. Aber wie ihr seht, produzieren wir jetzt auch Fernkämpfer. Hallo? Was? Das sind nämlich die Kamel-Stachelschwein-Einheiten. Hallo? Und ich sorge mich auch Sie zu Hause um die Boss. Verteidigung und stelle einen Turm auf. Okay. Und die ersten Stufe 3er, ebenfalls Fernkämpfer, kommen auch. Das sind die Panther-Chamäleon-Einheiten mit Regeneration und Tarnung. Und einen guten Fernkampfangriff. Und hier sind gegnerische Stufe 3 Nahkampfeinheiten. Stier mit, ich weiß es nicht, irgendwas. Entweder eine Klapperschlange oder ein Komodo-Varan. Aber es sieht aus, als wäre es hauptsächlich ein Stier. Und da kommen schon die feindlichen Lufteinheiten. Die können wir natürlich nur mit Fernkampfeinheiten oder Luftabwehrtürmen bekämpfen. Nahkämpfer bringen da nichts. Deshalb gehe ich jetzt auch stark auf die Fernkämpfer. Was? Wir haben da schon eine kleine Armee am Start, aber die steht jetzt natürlich auch nur ungenutzt darum. Naja, sie ist bereit zum Verteidigen, aber ich könnte damit vielleicht auch Schaden schon anrichten. Andererseits macht es natürlich auch immer Sinn, erstmal eine gewisse Armee aufzubauen, wenn man nur kleine Gruppen reinschickt und die sterben dann. Und statt dass man eine kritische Masse erreicht, ist natürlich auch suboptimal. Jetzt habe ich endlich mal gerafft, dass ich mehr Strom brauche. Bauen Generator und okay, ich habe alle Außenposten immer mit einem Turm versehen. Präventiv. Ich meine, ja, es macht Sinn, weil ich einfach so viel Kohle habe und keine Elektrizität. Okay. Und die kosten 250 Kohle und ich glaube 25 Elektrizität. Und, hallo. Naja. Die Außenposten haben eine kleine Verteidigung und ich muss nicht jedes Mal die Kreaturen hinschicken, hallo, wenn irgendwas passiert. In Ordnung. So, hier habe ich mich umentschieden. Ich wollte einen Turm bauen, habe es aber gelassen und gehe lieber zur Kohle vor. Zusätze abgeschlossen. Hallo. Das neue Gebäude holen wir noch einen Geist hier und bauen einen Generator. Sie sind der Boss. Ich könnte dort auch übrigens Upgrades für mehr Stromerzeugung erforschen, aber mache ich irgendwie nicht. Und die Stufe 3 Nahkampfeinheiten kommen jetzt auch. Panther-Gorilla-Kombo. Sind auch sehr cool, halten viel aus. Kriegen auch noch Herdenbildung. Wenn jetzt der vierte dazukommt, seht ihr es gleich. Jawohl, mehr Verteidigung. Und langsam kriegen wir auch mehr Strom. Das Gebäude ist fertig. Plus 16, das ist schon mal gut. Hallo. Gleich kommt noch ein Generator dazu. Okay. Den an meiner Basis habe ich immer noch nicht beschlagnahmt. Fertig mit Bauen. Oh, okay, der Generator ist fertig, aber der wird angegriffen von fliegenden Fernkampfeinheiten. Darunter die Schimpansen oder die Schimpansen-Mutanten-Gemische. Die haben Artillerie. Bedeutet, die werfen diese Steine und die machen AOE-Schaden. Das kann sehr stark sein. Gegen Fernkämpfer ist es gut. Und Nahkämpfer kontern das eigentlich oder in den Nahkampf gehen. Was bei Liegenden natürlich nicht möglich ist. Ich glaube, Adler und Schimpanse dürfte das sein. Nach den Flügeln her. Von den Flügeln her. Aber
Ich habe schon relativ viele Einheiten, muss ich sagen. Fertig mit entwickeln. Ich glaube, die werden damit fertig. Ja. Die sind auch ein bisschen verteilt gerade. Das heißt, der, wenn jetzt alle mehr auf einem Fleck stehen würden, würde natürlich der AOE-Schaden mehr bringen. Und jetzt hole ich hier das zweite Upgrade für die fertig, für den Gott. Stromgenerator. In Ordnung. Baue noch einen Anti-Air-Turm auf. Hallo. Also Flugabwehrtürme. Okay. Dazu muss man erst im Labor Boss? Eine Forschung tätigen für die fortgeschrittenen Gebäude. Fertig, Boss. Komplexeren Gebäude. Die Kreaturen werden angegriffen. Da können wir jetzt auch hier das Forschungszentrum bauen. Dafür braucht man ebenfalls das Upgrade aus dem Labor. Und unsere Nahkampfeinheiten, die haben sich auch jetzt zu einer recht guten Menge gesammelt. Entwicklung für Stufe 4 ist abgeschlossen. Die greifen jetzt schon hier die gegnerische Basis an. Ihr seht, die machen nicht super viel Damage, aber sie halten echt gut was aus. Die Kreaturen werden angegriffen. Das Gebäude ist fertig. Und ich habe voll verpasst, dass wir auf Stufe 4 gegangen sind. Hallo? Aber wir haben jetzt die ersten Stufe 4 Kreaturen. Verfolgt mich. Das Gebäude ist fertig. Wir sind halt von der Wirtschaft her extrem im Vorteil, glaube ich. Ja, der Gegner könnte zwei Kohlevorkommen nutzen. Und wir haben eben drei. Plus jeweils noch die Basis natürlich. Und wir haben sehr viel Stromgeneratoren. Ihr seht schon, wie unser Strom hochgeht. Deshalb konnten wir auch recht einfach auf Stufe 4 hoch und trotzdem weiter Kreaturen rausballern. Natürlich geht man dann auch immer mehr auf mehrere Terra-Tanks, um mehrere, um schneller Kreaturen zu produzieren. Und hier seht ihr auch die Stufe 4 Kreaturen im Einsatz. Pferd und Skorpion gemischt. Macht sehr viel Schaden. Hat nicht die meisten Lebenspunkte, aber ist in Ordnung. Die Kreaturen werden angegriffen. Aber vor allem sind sie schnell und machen super viel Damage. Sowohl sehr gut gegen starke Kreaturen, weil sie Gift mit dem Skorpionschwanz verteilen. Als auch sehr gut gegen Gebäude. Unser mit den Skorpion-Scheren haben sie Barriere zerstören. Das heißt, besonders viel Schaden gegen Gebäude. Hier haben wir jetzt noch ein paar Kreaturen, die unseren Stützpunkt verteidigen. Leider sind alle Gehilfen dort schon tot. Fertig, Boss. Aber sie sind der Boss. Ich komme jetzt auch viel zu spät mit dem Gehilfen-Upgrade, dass sie mehr Kohle sammeln können. Das hätte man schon in Stufe 3, ganz am Anfang, hätte man das am besten gehabt. Wir hätten durchgängig viel mehr Kohle gesammelt, mit der gleichen Anzahl Gehilfen. Aber jetzt ist es sowieso entschieden. Wir machen das Labor noch platt. Und dann haben wir erfolgreich die stärkste KI geschlagen. Also ihr seht, mit der Armee kann man das ziemlich easy schaffen. Da war noch sehr viel Raum für Verbesserungen. Ich habe viel schlecht gemacht, viel zu spät gemacht. Und man kann vieles noch verbessern. Aber trotzdem ist die KI machbar. Damit kommen wir dann auch zur ersten Einheit unserer Armee. Stufe 1 überspringen wir komplett. Es gibt ähnlich wie bei Age of Empires Entwicklungsstufen und es geht bis 5. Stufe 1 Einheiten sind sehr schwach und man will direkt auf Stufe 2 gehen. Da haben wir dann hier unsere Nahkampfeinheit mit Barriere zerstören, also gut gegen Gebäude, Sprungangriff, sehr gut gegen Artillerie und Fernkampfeinheiten, weil es direkt an Gegner dran springt und Bonusschaden macht und zuerst angreift. Und Regeneration, also bekommt Lebenspunkte dazu. Hoher Verteidigungswert, könnte mehr Leben haben, kostet sehr viel Elektrizität, damit muss man haushalten. Die nächste Stufe 2 Kreatur, wie ihr seht, Stufe 1 haben wir gar keinen, ist ein Fernkämpfer, ganz simpel, Kamel und Stachelschwein, hat hohe Ausdauer, das heißt, er kann nicht verlangsamt werden durch andere Effekte. Er macht 6 Fernkampfschaden, ist okay, könnte mehr sein, aber die Kosten
Kohle sind ordentlich, aber er kostet nicht so viel Elektrizität wie zum Beispiel unsere andere Kreatur. Was ganz gut ist. Er ist auch schnell. Wie auch die vorherige Einheit ist auch sehr schnell. Kommen wir zu den Stufe 3 Einheiten. Wieder ein Fernkämpfer, auch super schnell. Chamäleon und Panther. Hat auch ebenfalls Regeneration, kann auch Tarnung. Das heißt, er ist unsichtbar, bis er angreift für den Gegner. Kann sehr gut sein, um sich vorbeizuschleichen irgendwo oder um eine kritische Masse aufzubauen und die Armee erstmal zu sammeln, bevor man angreift. Ist super schnell, super gern gesehen von mir, die Einheit. Das nächste Geschöpf ist ebenfalls mit dem Panther, diesmal aber mit dem Schützenfisch. Das heißt, es ist eine Amphibieneinheit. Man braucht ein Aquatank, um sie zu bauen. Also das Gebäude, wo man Wassereinheiten konstruieren kann. Er hat Artillerie-Fernkampf, das heißt, er macht Flächenschaden, ist auch super schnell. Wunderbar. Auf Stufe 3 ist alles mit dem Panther, also auch unser Nahkämpfer. Panther und Gorilla. Machen ganz gut Schaden, könnte aber auch mehr sein. Aber vor allem hat er viel Verteidigung und Herdenbildung und Sprungangriff. Herdenbildung heißt, wenn er mehr als 4 von der Kreatur nebeneinander sind, bekommen die einen Verteidigungsbonus. Sprungangriff springt er vor zum Gegner, greift direkt an und er ist auch wieder sehr schnell. Das ist einfach der Tank, der soll den Damage aufsaugen vom Gegner, während hinten dran die beiden hier Schaden machen. Und vor allem, ja, also er macht auch Schaden. Er tankt vor allem, aber er kann auch gut Schaden machen. Auf Stufe 4 haben wir dann als Fernkämpfer Tiger und Chamäleon. Alles vom Tiger, außer Schwanz und Kopf Chamäleon. Ähnlich wie bei der Stufe 3 Einheit mit dem Panther. Hat auch die gleichen Stärken und Schwächen, ist nur bei allem deutlich, deutlich besser. 14 Nahkampf und 15 Nahkampf und 14 Fernkampfschaden. Das heißt, Artillerieeinheiten zum Beispiel, die kontern Fernkämpfer. Aber die Fernkämpfer können einfach in den Nahkampf gehen dann. Wenn man das macht, 15 Schaden ist ein guter Wert. 14 für Fernangriff ist sehr, sehr gut. Und er hat einfach viel Leben, viel Verteidigung, ist schnell, Regeneration, Tarnung, was will man mehr. Eine große Sicht weiter ebenfalls, auch gut zum Scouten. Dann Stufe 4 Nahkämpfer haben wir Pferd und Skorpion. Der ist einfach super, super stark. Guckt euch den Nahkampfschaden an. 32. Einfach mal doppelt so viel als wie alle Kreaturen davor. Gesundheit könnte mehr sein für eine Stufe 4er. Und er ist aber wieder sehr, sehr schnell. Ihr seht schon, Geschwindigkeit ist eigentlich bei all meinen Kreaturen ein wichtiger Faktor. Es ist einfach super, wenn ihr schnell reagieren könnt und schnell wieder zurück zur Basis, die angegriffen wird, oder ihr zieht euch ein bisschen zurück, weil der Gegner gerade im Vorteil ist und wollt erst Kreaturen sammeln, und man ist einfach sehr viel flexibler mit schnellen Kreaturen. Hat wieder Barriere zerstören, diesmal auch Gift, das heißt, er ist sehr stark gegen Gebäude, sehr stark gegen Einheiten, auch mit viel Leben. Und hier haben wir einen weiteren Nahkämpfer. Ich habe mich statt einer Artillerieeinheit auf Stufe 4 für einen Nahkämpfer entschieden. Der dient einfach ein bisschen als Tank. Der andere Nahkämpfer eben mit Skorpion und Pferd war ja eher sehr auf Schaden ausgelegt, aber hat nicht so viel ausgehalten und dient vor allem, um schnell Gebäude auszuschalten oder um viel Damage an einer starken Kreatur zu machen zum Beispiel. Aber um Schaden aufzusaugen, unser Tank auf Stufe 4, haben wir hier das Gepferd, also Gepard und Pferd. Gepard einfach, damit das wieder schnell ist und quasi sich zwischen Feinde und Fernkämpfer stürzen kann.
Herdenbildung, mehr Verteidigung, wenn er zu in der Gruppe ist mit den gleichen. Das ist auch wieder eine Amphibieneinheit jetzt. Das heißt, er kann auch durchs Wasser. Und macht auch ordentlich Schaden. Wir haben eine Stufe 5 Kreatur. Da haben wir Pferd und Hummer. Vom Pferd einfach nur die Beine für die Geschwindigkeit und die Größe vom Pferd. Der Rest alles Hummer. Das heißt, wir haben Regeneration, wieder eine amphibische Einheit. Er ist schnell, hat gut Gesundheit. Ja, also für eine Stufe 5 heißt es eigentlich wenig Gesundheit. Die könnten auch 800 Gesundheit haben oder so. Aber er ist halt auch recht günstig. Und er hat viel Verteidigung und Regeneration, was auch beides ein bisschen für die ausbaufähigen Lebenspunkte kompensiert ein bisschen. Und er hat einen sehr hohen Schadenswert und ist auch wieder sehr gut gegen Gebäude. Das ist die komplette Armee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Und ihr könnt euch auf mehr Impossible Creatures Content freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.